Hallo, ihr Hübschen, und mal hallo fürs Einschalten, wie man so schön sagt, nicht? Und an dieser Stelle möchte ich einmal mehr mit euch über den Hack sprechen. Den großen Hack. Der große Hack. Wo das deutsche Ministerium für IT-Sicherheit, anfänglich, ich sag mal, völlig versagt hat. Wo Deutschland wieder einmal gezeigt hat, dass Hashtag Neuland eigentlich Hashtag Steinzeit halten sollte. Und auf allen Ebenen. Und nicht erst seit diesem Fall, sondern seit Jahren. Richtig krass versagt hat. Und deswegen bin ich auch so sauer. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Unter anderem sehr geschätzte Kollegen und Freunde wie beispielsweise Fabian Sigismund haben sich sogar öffentlich im TV darüber äußern können, dass dieser ganze groß aufgebauschte Hack zwar ärgerlich und eine große Scheiße ist, sich natürlich auch nicht gehört und gegen Gesetze verstößt, aber ebenfalls an Lächerlichkeit kaum zu überbieten ist. Denn der 20-jährige Larry, ja, der kleine Lauch, der da irgendwo in Hessen bei seinen Eltern stationiert ist und wohnt, der hat im Prinzip nichts Großartiges geleistet. Da kann sich auch eine Homburger Bürgermeisterin nicht hinstellen und sagen, man wäre schon ein bisschen stolz darauf. Und dieses Zitat ist ja gerade im Umlauf. Ja, was da jetzt dran ist, weiß ich nicht genau. Angeblich, Konjunktiv, Freunde, hätte die gesagt, man wäre schon ein bisschen stolz darauf, dass das jemand ist, der aus der Region kommt. Dieser kleine Lauch hat nur dafür gesorgt, dass andere Leute belästigt worden sind, zum Teil auch massiv bedroht. Ich persönlich musste wegen dem Scheiß tatsächlich schon umziehen. Einfach, weil es so öffentlich geworden ist, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe mit meiner Freundin und man sich jetzt auch mal vor Augen führen muss, dass das schon vor 5 Jahren war. Seit 5 Jahren sind wir öffentlich gegen diese Veröffentlichung der Daten, die immer wieder vom selben, mutmaßlich zumindest, vom selben oder von derselben Quelle ausgingen, wirklich auf ätzendste Weise penetriert worden. Wir haben denjenigen angezeigt, Anzeige gegen anonym, drauf geschissen. Der gute Sigismund hat das ja auch nochmal betont. Die Polizei stellt sich natürlich hin und sagt, oh, da können wir nichts machen. Ich meine, mein Gott, ihr Internet gestalten, damit haben wir nichts zu tun. Und jetzt ist es so, dass sich der Typ zum Glück endlich nach 4 oder 5 Jahren zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, den Halt verlor und bumm, schön face first unten auf dem Beton aufgeschlagen ist. Freue ich mich darüber? Ja, tue ich. Sollte der Typ, so wie jetzt gerade diskutiert wird, nach Jugendstrafrecht irgendwie verurteilt werden? Nein, sollte er nicht. Er ist 20 und das, was er getan hat, ist Datenhehlerei. Das ist kein Kavaliersdelikt, das geht mir auf den Sack. Gerade jemand wie ich, der beispielsweise auch, ihr kennt ja die Kommentarkultur unter den YouTube-Videos, aber gerade jemand wie ich mit einer eher, ich sag mal, Mitte-links-liberalen Meinung dasteht und wirklich täglich bedroht wird, findet's vielleicht nicht so geil mit 2 Kindern und der Frau, die zu Hause ist, dass die privaten Adressen geleakt werden. Deswegen könnte man jetzt auch sagen, ja, red doch nicht drüber, kehr das doch unter den Teppich. Aber es ging ja komplett durch die großen Medien. Deshalb, und nochmal, ich find's absolut beschämend, dass sich wirklich haufenweise deutscher Influencer, YouTuber oder auch Prominenten an die Polizei wenden, die sagt, wir haben damit nichts zu tun. Und jetzt, wo Politiker betroffen sind, dauert es 72 Stunden? 2,5 Tage? Dann gibt's Hausdurchsuchungen, jemand wird festgenommen, ist geständig und boom. Ganz ehrlich, da fühle ich mich persönlich ein bisschen beleidigt. So, und jetzt bin ich mit meinem Rant auch fertig. Hab nur noch einen kleinen Tipp an den Typen, der gerade auf Twitter unterwegs ist. Ich nenne jetzt eben, um das Thema nicht noch weiter aufzubauschen, extra keine Namen. Der aber aktuell auf eben Twitter nichts anderes zu tun hat, als eben so technische Finessen des Hackers irgendwie darzulegen. Zu erklären, wie er an die Daten rangekommen ist und so weiter und so fort. Achtung! An dieser Stelle, mein Freund, wir kennen uns nicht, aber sei vorsichtig. Wenn du nämlich so viel über die ganzen Vorfälle weißt, dann könnte es durchaus passieren, dass die Polizei als nächstes auch vor deiner Tür steht. Bis dahin also, Freunde, hoffen wir, dass der Spuk jetzt erstmal wieder für ein Jahr sein Ende hat. Vielen Dank nochmal an alle, die geholfen haben, Accounts zu melden, Accounts zu blocken. Danke, 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 danke. Chapeau, Hut ab. Und bis dahin, ihr wisst Bescheid. Macht's nicht gut, macht's besser. Haut rein und Community High Five in 3, 2, 1. Bam! Hallo, ihr Hübschen, und mal hallo fürs Einschalten, wie man so schön sagt. Nech, und an dieser Stelle möchte ich noch einmal über euch. Über euch. Nein, mit euch.